Bereits zum 23. Mal gingen am 9. und 10. Oktober die Brucker Seniorentage über die Bühne. Das bunte und abwechslungsreiche Programm wurde von Stadträtin und Sozial- und Familienreferentin Andrea Winkelmeier eingeleitet und hatte einiges zu bieten. Ja, wir haben ein tolles Programm. Heuer sind es die Edelseher und der Max Lustig, die einfach durch den Nachmittag führen von 15 Uhr bis fast 18 Uhr. Die Leute werden bewirtet, können alles Mögliche bestellen, was sie wollen, sind glücklich, haben einfach einen schönen Nachmittag. Das Ganze läuft ja über 2 Tage. Warum ist das eigentlich so? Ja, weil wir rund 1000 Besucher haben. Also gestern war der Saal voll, auch oben am Balkon. Wir hatten ca. 450 Besucher. Heute schaut es gleich aus. Also man kann rechnen, 900 bis 1000 Besucher an 2 Tagen. Die Seniorentage sind einer der vielen Höhepunkte, mit denen die Stadt Bruck an der Mur ihren älteren Bewohnerinnen und Bewohnern eine besondere Freude bereitet. Gerade für die ältere Bevölkerung, denke ich mal, ist es wichtig, gerade von der Politik aus etwas zu machen. Und man bekommt wirklich so viel zurück, sage ich einmal, und man nimmt das selber auch für sich mit nach Hause. Bereits zum 23. Mal stand heuer ein gemütlicher und unterhaltsamer Nachmittag im schön gestalteten Kulturhaus von Bruck an der Mur auf dem Programm. Für gute Laune und jede Menge Unterhaltung sorgten in diesem Jahr die Edelseher. Und das hatte auch seinen Grund. Die Senioren war unsere Anfangszeit. Wenn ich zurückdenke, vor 20 Jahren haben wir damals aus dem Telefonbuch Adressen herausgesucht von Seniorenheimen und dort einen Brief geschrieben, 100 Schilling. Und die Edelseher spielen dort das Nachmittagskonzert. Und so war der Start damals mit Höller Franz. Sind wir so einen Jahr-Nachmittag abgefahren. Und wenn ich denke, es ist schon lange her, dass wir da in Bruck angefangen haben als kleine Musikanten bei den Seniorentagen. Und mittlerweile ist es einfach eine total schöne Sache. Bis auf den letzten Platz war das Kulturhaus auch heuer bei den Brucker Seniorentagen gefüllt. Wir versuchen immer ein wenig von der Tagesordnung wegzugehen und unserer älteren Generation ein bisschen Spaß und Unterhaltung zu bieten. Diese sogenannte Aufbaugeneration, und um diese Altersgruppe handelt es sich ja, denen sind wir sehr zu Dank verpflichtet. Sie haben nach dem Krieg in den schwierigsten wirtschaftlichen Jahren unser Land aufgebaut. Und ich freue mich jedes Jahr riesig, wenn an 2 Tagen der Stadtsaal voll ist. Wir laden über 2000 70-Jährige und Ältere ein und es wird eine ganz tolle Veranstaltung. Und das war die Veranstaltung auch. Viel Freude in den Gesichtern der Senioren und geht es nach der Stimmung, so freut man sich auf ein Wiedersehen bei den Seniorentagen 2014.